Ey, Bader, du fauler Pascha, kannst du vielleicht mal bei meinem Presserbriefe basteln helfen? Oh. Hä? Bist du bescheuert? Du hast meinen Rudi Dutschke Starschnitt zerschnibbelt. Morgen, Kampfgefährten. Morgen, Holger. Warum sind denn deine Arme so rot? Habe ich angemalt? Wir sind doch die Rote Arme-Fraktion. Rote Armee-Fraktion, du Schwachkopf. Mann. Hey, was hast du denn gemacht? Auf der Rückseite war ein Dr. Sommer-Interview. Auch jetzt werde ich nie erfahren, ob Frauen von Petting schwanger werden können. Mann. Die Bullen. Los, Mann, eine Decke über die Scheiße. Mann, du Idiot, ich meinte die Waffen. Mann. Ich glaube, mein Kapitalistenschwein pfeift. Helmut Schmidt! Nur mal nicht so förmlich, junger Mann. Kannst ruhig Herr Verteidigungsminister zu mir sagen. Was machen Sie denn hier? Meine Frau Lucky und ich, wir haben gegenüber das kleine Häuschen gemietet. Gegenüber das kleine Häuschen? Das ist doch eine Hammer-Villa, Schmidt. Aber nicht ganz die Villa Hammer-Schmidt. Jedenfalls ist meine Lucky schon von einer geschlagenen Stunde hier rüber, um zu fragen, ob sie uns für die Fußballübertragung im Farbfernsehen ein paar Zigaretten leihen kann. Aber sie ist einstweilen nicht wieder zurückgekehrt. Aber Sie haben doch noch Zigaretten. Ja, aber nur noch 7 Stangen. Das reicht ja nicht mal bis zur Halbzeit. Naja, vielleicht ist Ihre Frau ja nebenan gelandet bei der Kommode 1. Kommode 1? Genau. Nö. Das halte ich für gänzlich ausgeschlossen. Meine Lucky kann nämlich mit so wummriger Stromgitarrenmusik und langen Haaren nichts anfangen. Wow. Das war wirklich mal was anderes, Herr Langhans. Ja, ich hab dir ja gesagt, Loki, Sophie Tantra ist echt eine Offenbarung in der körperlichen Liebe. Das meine ich nicht. Im Gegensatz zu dir ist sogar Helmut noch eine Rakete im Bett. Ich rede von ihren Zigaretten. Die haben irgendwie was. Ist da Menthol drin? Ja, auch. Apropos Menthol, ich muss los. Mein Mann ist es gewohnt, dass ich ihm alle 20 Minuten ein paar Stangen Zigaretten bringe. Sonst wird er skeptisch. So, ich muss dann mal wieder. Ich habe nämlich gleich noch eine Krisensitzung mit dem Innenminister. Verstehe. Wahrscheinlich müssen Sie wieder knallharte Verhandlungen mit irgendwelchen Terroristen führen. Ich verhandle nicht mit Terroristen, Andreas. Sag mal, was wollten ihr für die Zigaretten da haben? 100 Mark. Boah, ich gebe euch 50. 80. Abgemacht. Mit euch kann man noch verhandeln. Doch. Hi, Uschi. Du, um es direkt zu sagen, ich hatte vorhin Sex mit der Loki Schmidt. Ui, die Arme. Du sag mal, Rainer, hättest du da was dagegen, wenn ich mal kurz auf dem Klo gehe, während du da in der Wanne liegst? Du gar nicht. Im Gegenteil, es turnt mich irgendwie an. Finde ich geil. Ich hab mich nämlich vorhin dermaßen im Magen verdorben, so einer Falafel. Oh. Ja. Oh.